Hey, brennt es dann? Wow, mein Gott! Was ist das? Scheiße, einfach nicht schauen, einfach nicht schauen. Was, einfach nicht schauen? Willkommen zum dritten Tag von meinem Fegi-Vlog. Ja, ich sage darum Fegi-Vlog, weil ich euch mitnehme. Heute gibt es kein Video, wo ich vor meiner normalen Kamera sitze daheim und irgendetwas erzähle. Sondern ich nehme euch heute mit. Und zwar gehe ich jetzt mit einer Kollegin essen. Und zwar in das Restaurant, wo ich immer Bullenflügel esse. Wird sehr hart, etwas Vegetarisches zu finden, aber ich glaube, ich weiß schon, was ich nehme. Nämlich Elblermakrone. So, inzwischen bin ich in Luzern angekommen und ich muss glaube nicht mehr erwähnen, dass man sich komisch fühlt mit dieser Vlogcam auf der Straße. Vor allem bin ich jetzt noch allein unterwegs. Jetzt aber am Führerlaufen zu meinem absoluten Lieblingsrestaurant, was mein absolutes Lieblingsessen gibt, nämlich Bullenflügel im Körbli mit Pommes frites. Ja nun, schade war's. Sie schauen, ob meine Kollegin da ist. Weil eigentlich sollte sie ja... Sie ist eine von der pünktlicheren Sorten. Sie wartet im falschen Park aus dem Ausgang. Jetzt ist sie da. Gut, bis später. Hallo Leute, wir sind jetzt inzwischen drinnen. Schau, da ist sie. Hallo. Das ist Olivia. Ja, also, ich wollte eigentlich etwas essen hier. Und das, was ich auch immer esse hier, sind Bullenflügel, an Diskretion. Wer nimmt Bullenflügel? Nicht ich. Aber wer nimmt es? Olivia. Freundlich, oder? Ja. Ich habe jetzt irgendetwas mit Pasta bestellt und Pesto Rosso, weil eigentlich wollte ich Elbermakrone kaufen, essen. Aber die gibt es nicht mehr. Weil es eine Frühlingskarte ist. Leute, ich vermisse das Fleisch. Ach, zum Glück habe ich keine vegane Woche gemacht, sonst könnte ich nicht mal in das Brot reinbeissen. Ich tue ich natürlich selbstverständlich den Teller filmen. Das abwechslungsreiche Essen von einem Vegetarier. So Leute, mein Essen. So sieht es aus. Pesto Rosso. Ich habe keine Ahnung, ob es fein ist. Und normalerweise esse ich das hier. Also, diese coolen Flügel. Ah, drunter. Oh, schaut, wie fein das aussieht. Danke, merci. Ja. Ich wünsche mir einen guten. So, wir sind draußen und ich habe gelitten wie Sau, weil Olivia die asoziale Frau... Es war mega fein, wirklich. Aber ja. Es ist doch asozial. Es war wirklich asi, weil sie hat... Sie, ja. Ja, ich werde auch nie mehr Fegi-Woche machen. Aber sie hat gesagt, vegan liegt auch noch drin. Nein! Sicher mache ich keine vegane Woche. Hey. Nein, also, wie gesagt, es ist speziell. Das ist ein spezielles Gefühl, wenn jemand nebenan oder vis-à-vis das Lieblingsessen ist. Es ist brutal, es ist sehr brutal, aber ich habe es überstanden, ich habe es überlebt. Ja, und jetzt gehen wir noch schnell in Manor. Ja, eigentlich ist das nicht ein Vlog wie immer. Eigentlich ist es ein Fegi-Vlog. Was habe ich noch vegetarisch zu erzählen? Deine Nudeln sind gut gewesen. Ja, meine Nudeln waren gut, gewesen, aber sie hatten extrem viel Pfeffer drin. Also das ist auch nicht unbedingt zu empfehlen. Also wenn ihr mal dort essen könnt, sagen sie, sie sollen nicht pfeffern. Olivia hat so eine Reisetasche dabei, als würde sie in die Ferien. Ja, willst du gerade bei der Tanja einziehen? Ja, wir gehen übrigens eben nachher noch zu der Tanja. Tanja, sorry, du musst aufs Bild kommen nachher. Nur, jetzt hast du gesagt, Tanja, ich ziehe bei dir ein. Sie hat die Reisetasche schon dabei. Ja, nein, aber wir gehen jetzt noch in Manor, weil es ist Abend verkauft und ich muss unbedingt eine neue Stelle vorhaben, durch fest einen neuen Concealer haben. Ich mal Beauty keine Queen. Einmal keine Pflanzen, genau. Ach, schau, jetzt laufst du alle Leute rein. Hallo. Eben, am Samstag kann ich vegan kochen mit Andrea und ich weiss noch nicht so genau, was ich koche. Vegan oder vegetarisch? Vegan. Oh. Ja, siehst du? Das wird schwierig. Ja, das wird wirklich schwierig. Wir müssen unbedingt noch Moscato kaufen, zum mitnehmen zu der Tanja. Ja, voll. Tanja, heute wir säufeln. Weißt du, wenn der Vlog online kommt, sind wir schon bei der Tanja gewesen. Ja, voll. Ja, ihr werdet Tanja nachher sehen. Wir zwingen sie zwingen, nachher vor die Kamera zu kommen. Sie muss. Sie muss einfach, sorry. Gut, also. Willst du mal zu tun? Ja. Tschüss. So, ja, jetzt hast du wirklich Zeitlupe gemacht. Slow-Mo. Slow-Mo, ja. Das jetzt sind wir
Jetzt läuft sie wieder weg. Da. Jetzt sind wir gerade im Manor gewesen. Ich habe jetzt meinen Concealer gekauft, ich habe einen Lippenstift gekauft und ich habe, was habe ich noch gekauft? Pflaster für meine Füße, weil ich habe meine tollen Schuhe an, dass ich mal meine Schuhe gezeigt habe. Sie sind so toll. Und ein Nagellack. Ah, und ein Nagellack. Natürlich lila. Yes. Sie hat einen Lippenstift ausprobiert. Ja. Sieht gut aus, gell? Ja. Hey, ich habe vorhin überlegt, beim Geld rauslassen, wenn du zumindest in der Nacht irgendwo gehst, Geld rauslassen, bist du ganz allein irgendwo. Voll. Voll. Du bist irgendwo ganz allein. Und dort drückst du, macht es immer tüt, 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 tüt. Ich meine, da kannst du ja irgendwie Überfall, da ziehst du ja an. Jeder weiss, dass du jetzt im Geld rauslassen bist. Das ist verdammt. Ich finde das eine Katastrophe, das macht man doch nicht, oder? Gut, also wir gehen zu der Tanja, der Vlog wird ewig. Olivia, der Vlog wird wieder ewig. Ja, voll, hi Tanja. Nein, oh. Ich freue mich auf dich. Und wir müssen noch Moskato holen. Ja, wir müssen noch Moskato holen. Ja, das habe ich jetzt sogar gesagt. Willst du die Hand machen? Ja. Nein! Ich habe gar nicht gefilmt. Okay, jetzt darfst du eines. Nein, du bist viel zu schnell. Ja, also, wir sind jetzt inzwischen angekommen in Piep bei der Tanja. Und gehen sie jetzt besuchen. Genau. Mit Moscato. Genau. Das ist ja vegetarisch. Genau. Ja. Du darfst sogar etwas trinken. Ich darf sogar. Das gibt es gar nicht. Oh, man sieht uns hier nicht. Ja, voll. Da sind wir. Da sieht man uns und da sieht man den Ding. Hey, wow, sind wir cool. Okay. 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 Ich glaube, wenn er so einen Double will, wegen meinem Fuss mit den Blättern. Ah ja, 105. Also, bis später. Hallo. Läuft sie überhaupt? Ah, ja. Wir sind jetzt wieder Tanja. Das wäre sie. Hallo. Wir sehen fast nicht. Sie wird lockerer, wenn sie ein Schlückchen Moscato kriegt. Die Flasche. Zwei Flaschen. Wir haben nur zwei. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier bieren. Es ist noch mega warm. Und es ist mega... Ey, brennt es denn dann? Wow, mein Gott! Was ist das? Scheiße, einfach nicht schauen. Was, einfach nicht schauen? Was ist das? Nein, nicht der Führer an, nicht wollen. Was ist das? Es läutet da schon jemand an. Wieso muss ich mich Leute, ich zeige euch jetzt mal, was da abgeht. Ihr Wort. Was ist denn da? Schaut jetzt. Man sieht es gar nicht. Da, irgend. Ja, man sieht, dass die brennt. Hey, Tanja, das brennt. Scheißegal. Das ist nicht scheißegal. Wenn sie da raufkommen und wir haben so viel gesessen. Ja, ich habe das Gefühl, sie kommen hierher, wenn es dort brennt. Der andere steht jetzt schon mal dort unten, wo er dauert. Die sehen das schon. Ah, schau, es tut nicht mehr. Siehst du, sie sind schon am Löschen. Ja, sicher. Sie waren so schnell hier. Ich auch. Ich auch. Hey, nein. Ja, übrigens, ja. Wow. Wir haben Becher geklaut. Nein, eigentlich nicht ich, mir. Also ich habe gefragt und sie gesagt, sie weiss nicht, ob es gratis ist, aber ich soll es mal mitnehmen. Ja, wie viel willst du denn für so einen Becher zahlen? Sorry, 20 Rappen. Ja. Gut, jetzt. Prost. Prost. Mega lustig, du siehst wirklich alle. Ui, der ist gut. Ui, den habe ich ausgelesen. Der ist echt gut. Hat er nur einen gegeben? Nein, ich habe einen Durst gehabt. Das hat sich gut. Wir sind nur anständig, da ist ein Schlöckchen. Und du, oh, ein Torschgein. Ja, gut. Schenken wir noch. Schaut eben, das ist jetzt die Hand, ja. Oh mein Gott, was ist das? Ja. Aber sie ist mega schön, sie hat ein mega schönes Abendkleid an. Ja, voll. Steh mal auf, zeig jetzt mal, wie du... So. Ich verabschiede mich jetzt von diesen zwei Mädels. Und gegangen, wir haben inzwischen 10 ab 10. 13 ab 10. Sorry. Ja. Ja, und ich also gehe jetzt. Also die Leute tun genauso neue Wege. Ja, ist gut. Also ich verabschiede mich jetzt von diesen zwei. Und dann fahre ich weg. Was ist? Ich begleite jetzt. Mach ich jetzt tot.
Ja. Das ist eben das Leben vom Vlogger, oder? Dann tust du so mit der Kamera. Weißt du, ich bin heute im Fall schon so auf die Olivia losgelaufen. Ich laufe jetzt da. Und ich gehe jetzt hier auf die Tür. So, Sender. Ja. Schau. Ich arbeite. Leute, du nicht mehr kehren. Sie wird auch noch fein. Fein. Jetzt gehe ich den Lift drücken. Sehe nicht mehr. Das sind sehr sicher. Bis dann in der Lift. So. Ciao. Ciao. Tschüss. Wir sehen Sie, sind sicher wieder einmal. Ja, voll. Danke auch. Psst! Danke dir! Spätestens! Ciao! Was? Ich werde jetzt tschüss! Und reisen? Ja. Hey! Oh, meine Hand! Jetzt hat sie fast ihre Hand geschwungen. Ich habe das Ende gestohlen. Au! Hey, der Lift, Mann! Der machst du hier. Au! Richtet sie fast um. Tschüss zusammen. Ade. Ade. Ja, Mädels sind lustige zwei. Es ist halt schon so für Leute, die das nicht so kennen mit dem Loggen. Wir haben so eine spezielle Geschichte dazu. Ich gebe meinen Autoschlüssel rein. Und ich finde ihn nicht. Oh. Mühsam. Ja, nun, auf jeden Fall. Ich verabschiede mich an dieser Stelle auch. Es war ein bisschen spezieller Vlog, weil... ja, eben, weil es war ein Vlog, wo der Fegi-Vlog dabei war, plus der Vlog jetzt mit diesen Zwänen. Ja, mir habe ich jetzt gerade nichts zu erzählen. Darum, schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, schönen Tag. Wenn auch immer ihr das Video schaut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!